Komm in. Hi, Mr. President. Hi, Miss Veronica. Was gibt's? Is there anything important? Studiere gerade hier eine ganz wichtige Geheimdokument. I'm so sorry, Mr. President, but Mr. Humphrey from the NSA wünscht Ihnen eine very dringenden Angelegenheit zu sprechen. Der schon wieder. Okay, soll er reinkommen? Yes, Mr. President. No, it's impossible. I can't believe it. FC Cologne verliere in Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. What's up? Hi, Mr. President. How are you? Sie sehen so zerstört aus. What's the matter? I always say FC. FC? Sorry. I mean, I need a tea. Veronica, a tea, please. Yes, Mr. President. Voulez-vous tea for two? No, thank you. Come on, sit down, please, here. Thank you, Mr. President. Yeah. Mr. President, what's about Düsseldorf? Sie erwähnten gerade Düsseldorf. Düsseldorf is a town near Cologne, und ich muss Ihnen leider sagen, ein paar sehr unangenehme Dinge about this town. Yes. I know Düsseldorf. Sehr, sehr unangenehm. Indeed, in der Tat. I only say old beer. So reckless. Ich meinte nicht Düsseldorf, Mr. President. Ich meinte Cologne. Cologne? Yes, Cologne. That is a town near Düsseldorf with a little church near the train station, Bahnhofskapelle. Ah, you mean Cologne Cathedral, Cologne Dome? Yes, Cologne Cathedral. Okay. But Mr. President, ich habe ein paar sehr alarmierende Neuigkeiten about this town. Please have a look here. Wie mir meine Geheimdienst hat mitgeteilt, entwickelt sich dort eine Staat im Staat. Einige Leute dort erstreben Weltherrschaft in Humor. Dafür haben sie aufgebaut eine Paramilitary Troop. Sie trainieren zwar nur mit Wooden Guns, Holzgewehren, aber man weiß nie, was steckt dahinter. Very geheimnisvoll ist eine fast unmoralische Tanz mit diesen Holzgewehren, called Stippeföttcher Dance. Yes, they stip their buckets together and rub against each other. Man konnte meinen, Mr. President, Sie hätten erfunden diese Tanz. Wieso können Sie so gut? Großmutter aus Takatukaland hat mir beigebracht. Großmutter, yes. Takatukaland. But that isn't all. Ich muss noch erwähnen, eine ganz wichtige Sache. Das konnte erschüttern die Friede in der ganzen Welt. Dort in Cologne, Sie haben eine Geheimwaffe. Yes, ein Präsident fordert die Leute auf an die Gewehre. So, an die Gewehre, Kommando 1, und Sie trommeln mit der Hände auf den Tisch. Kommando 2, Sie trommeln mit der Hände auf den Tisch und trampeln mit den Füßen auf den Boden. Kommando 3, die Hände fliegen in die Luft und Sie trommeln und pfeifen, was das Zeug hält. Come on. Kommando 1. Kommando 2. Kommando 3. Kommando 1. Kommando 2. Kommando 3. Keine Wunder, dass eingestürzt ist, Stadtarchiv und U-Bahn. Und Kirchturm sieht aus wie schiefe Turm von Pisa. Mr. President, Sie müssen handeln, sofort. Von Cologne und Humor geht Gefahr aus für die ganze Weltfrieden. Mr. Humphrey, ich werde handeln. Ich werde schicken Edgar Snow, einen meiner fähigsten Männer und Mitglied auch von Ihrer NSA, als Undercover nach Cologne. Es muss etwas geschehen und es wird etwas geschehen.
die Schwore. Lass uns nicht stören. Wir will noch ein spionieren. Wir haben sie ja auf der Database. Geht mal durch mit die Tiere. Das ist ja der Fall. Wenn der USA im Internet ist am Surfen, das führt die NSA. Du willst dich informieren und fühlst dich richtig frei. Wo du auch bist am Surfen, führt die NSA. Was soll nur aus dem FC werden? Alt wieder verloren. Man sollte doch noch uns mit dem Daumen versuchen. Der hätte doch ein Näschen gehabt. Immerhin zweimal Vizemeister mit dem FC. Ja, ein Näschen hätte gehabt. Ich habe mich auch immer wieder gewundert, wenn nach dem Spiel die Wieselinie noch auf dem Spielfeld war. Nee. Jach wieder eine Termin derselbe. Fräulein Schwaden, Südese Jod und Jod Ihrens an der Abratning. Stimmen ist noch jetzt rostig. Akademie für Kölsch und internationale Humor Schwadens. Yes, mein Name ist Schwadens. Mit Bindestrich nach Schwad. What? Bindestrich? Wer will der Herr Professor Bindestrich speaken? The President of the United States? Also, hören Sie uns leb, Fräulein. Wollen Sie mich für den Jack halten? Verarschen kann ich mich selbst. Wer war das? Ein Sekretär aus dem Weißen Haus in Washington. Lipinski oder so. Der amerikanische Präsident wollte Herr Professor Bindestrich speaker. So, von Präsident zu Präsident. Ja. Was für Idee, du Lück komme. Also, wenn die da das wieder ist, werden stellen Sie Marschblase. Akademie für Kölsch und International Humor Schwadens. Chef, das ist er wirklich. Wer? Der Präsident von den USA. Geben Sie her. Soll ich nicht leben, Sie und Ihr Englisch? Schwaden Sie nicht, Fräulein Schwadens, geben Sie her. A moment, please, verehrter Ministerpräsident. Bindestrich. Mr. President. Es ist mir ein great honor, a very great honor to speak with you. Yes, thank you ebenfalls. Yes. Ah, a custom culture officer. Very interesting. Yes. Sicherlich. What heißt das auf Englisch? Certainly. Certainly he can come, Mr. President. He is very welcome, also welcome. Yes. Snow? Nee, he is it am Rähne. Pitsche, patsche. Ach, so, his name is Snow. Ah, he wants to come schon on Wednesday? That's one day before Viva Fastelehr. Ah, he wants to teilnehmen an der Fastelovend. Soll he. Yes.
Yes, everything is clear now. Yes, thank you for the Anruf, the call. Thank you. Oh, dass ich in meinem Leben noch eins mit einem amerikanischen Präsident sprechen würde, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und es Snow geht das übermorgen. Ja, wir müssen uns beeilen. Was heißt beeilen? Empfangskomitee, Unterkunft, Jala, Dinner, Begleitperson und. Also, wohnen könnt ihr ja bei mir. Und begleiten könnt ihr auch. Und ein Jala, nee, Fräulein Schwadens. In ihrer affieranzte Wohnung, da können sie bei mir eine schwarze Pudel unterbringen. Aber nicht der Snow. Der Snow geht in das Eds-Hotel am Platze, in das Excelsior, zu meinem Freund Pappenheimer. Und mein älteste Tochter, ein Röschen, soll dem Snow Kölle zählen. Aber bei so einer hohen Besuch, wie soll man den empfangen? Das muss doch jetzt hermachen. Hat ihr nicht eine Idee, Fräulein Schwadens? Jetzt wird sie es. Meine Wohnung wollen sie nicht. Mich als Begleitung wollen sie auch nicht. Aber eine Idee soll ich haben. Jetzt sind sie nicht direkt der Mann beleidigt. Schließlich arbeiten sie bei der Akademie für Kölsch Humor. Arbeit und Humor passen nicht immer zusammen. Aber ich hätte eine Idee. Nur weiß ich nicht, ob die witzig genug ist. Und? Traue ich mich nicht laut zu sagen. Dann sagen sie mir leis, hey, in der Uhr. Großartig, Fräulein Schwadens, das machen wir. Das ist Humor. Und trifft genau the American way of life. Wissen Sie nicht? Ob das so eine gute Idee war, hier als Ente umzutreten. Oh, Lorenz, der Kütte. Thank you.
Dear Mr. Snow, es ist mir, ich rede auch nur... Mann spricht Deutsch. Ja, Mann spricht Deutsch. Oh, lieber Mr. Snow, es ist mir ein große Ehr, ich... Sie zu begrüßen. Sie zu begrüßen. Ich bin der Präsident von der Akademie für Kölsch und Internationale Humor. Und das ist meine Sekretärin, das Fräulein Schwadens, mein Mädchen für alles. Vielen Dank für den wunderbaren Empfang. Vielen Dank. Wäre doch nicht nötig gewesen. Aber schon ein bisschen komisch, diese ganze Entendriss. Aber dafür sind Ihre Girls besonders nice. Very, very nice. Ich bin sehr angetan von Ihrer leckeren Mädchen. Lohnsens, Ihre Tochter, die ist auch schön Wetter am Machen. Hallo, welcome to Cologne. My name is Röschen Bindestrich and I am the daughter of my father. Sprechen Sie ruhig Kölsch, ich verstehe alles. Roskem, eine wundervolle Name. Ich bin hocherfreut, Ihnen Köln zeigen zu dürfen, mit Ihnen den Karneval zu feiern, Ihnen das kölsche Grundgesetz und die kölsche Sprache und vielleicht noch das ein oder andere näher zu bringen. Ich bin entzückt. Zückt. Mit Ü. Wie Schnütchen. Ich bin entzückt. Mit Schnütchen. Hier in Cologne sind zu dürfen und mit einer so leckeren Mädchen an meiner Seite. Das ist eine Winkung, Desno. Eine Pomade hängt unter eine Pussierstängel. Und Ding, Dochter, mit der Driss auch noch mit. Nur keine Neid. Nur keine Neid. Knollekopp. Das ist die Welt. Gestern kommen E-Mail an, Obdrach 20a. Pflicht, weil da ist jetzt im Gang noch Kolonia. Han mich ob da welche Mat vor ein bisschen wann. Doch wat hätt mich he erwart, wat für ne Empfang. Kölsche Tön, herzlich jedermann. Liebe, bist du willkommen, von Kölsche Mädchen, Kölsche Junge. Kölle ist marvelous. Hey, bist du nicht allein? Kann ich dir höck an dir sagt, wie schön du bist? Als 36 Mal. Und gestern Abend 168 Mal. Moje zusammen. Moje. Neuer Abhörskandal um NSA. Ja, hört das da ja nicht mehr ab. Du kannst dir richtig einschreien für den NSA. Demnächst spinkst die noch einem in der Socke rennen. Dann passen sie ob, dass sie an dem Dach ein paar Frische angetrocknet haben. Ach, bekommen sie eine kleine Feischling. Was heißt eigentlich NSA? Norbor, Süd, alles. Aha. Sagen's, was sagst du als Amerikaner eigentlich zu dem ganzen NSA-Gedöns? Hier, Artikel 1. Es ist, wie es ist.
Ja, ja, und es wird es, ne? Ach, ne. Fräulein Cologne in Begleitung von Mr. America. Arme dummen Zweck Kaffee. Ist dann das wieder ins Ding fein, ironische Art? Darf ich vorstellen, das ist Bernhard Krummer, zweiter Humorberater in der Akademie. Und sein Freund Hans-Peter Hund, auch HPH genannt, auch in der Akademie. Als Redakteur für die Seite Social Jack im Internet. Gibt nicht in Deutschland Ausdruck krummer Hund sowie schräger Vogel, denn man muss aufpassen vor ihm? Was soll der Quatsch? Jo, was soll der Quatsch? Hier, Artikel 11. Da lachst du dich kaputt. Bewahre dir deine gesunde Humor. Moin zusammen. Moin. Hallo Röschen. Sagen's, wollt ihr Vater nicht 20 Knabüse für den Rosemond? Das doch an. Ja, noch zwei Kanone. Die ein für und die andere Hänger der Motto Ware. What's about Knabüse? Das sind Knallbüchse. Gewehre für die Stadtsoldaten. Das weiß ich auch nicht. Das möte in Selbstfrage. Ahmed, du nimmst zwei Kaffee und zwei Cabanes. Jo, ist ein Kaltück, hä? Was du nicht siehst. Schließlich sind wir hier nicht in Antalya. Wozu dein Vater braucht Gewehre? Ja, wozu braucht man Gewehre? Das möchtest du als Amerikaner doch wohl am besten wissen. Ich geh mal kurz telefonieren. Sarensröschen, fällt dir nichts ab? Was soll mir denn abfallen? Das Ding amerikanische Freund. Alles fotografiert, was du siehst. Und jetzt auch noch telefoniere ich jetzt. Ich sage dir, das ist eine Spion. Kannst du mich für ansehen? Das Einzige, was ich dir ansehen, ist, dass du halt wieder eifersüchtig bist. Ich sage nur NSA. Hast du der Express nicht gelesen? Jo, hast du der Express nicht gelesen? Und genau wie der Express süd ihr zwei Orat wieder Gespenster. Ihr würdet am besten zum Geheimdienst, Jon. Röschen, du sollst uns zu dem Vater kommen. Der hätte ja zu sagen. Und was hätte er mir zu sagen? Ach, das weiß ich doch nicht. Aber wo ist denn der Eddie? Er ist doch hinge am Telefonieren. Du sähst, dass du so als würde du verbrechen. Ich bin dann ins Fort. Ja, tschö. Ahmed, tun wir uns einen Kaffee. Mit großes Vergnügen, Anna. Sieht er so jod und tut mir außer dem großen Vergnügen noch jetzt Milch dazu. Eddie, kommen Sie bei mich bei. Pardon? Kommen Sie mal zu mir, please. Ich wollte nur sagen, dass ich mich freue, dass Sie hier sind. Und ich löf, dass der Tröße sich auch freut, dass sie hier sind. Und, trinkst du eine mit? Artikel 7. What willst du machen? Ahmed, tun dem Amerikaner so eine kleine Feischling und einen Kölsch dazu. Jo. Ach, was sagen, ich tun ganz rund. Ja. Oh. Ein Amerikaner in Kölle? How dat? Er will Kölle studieren und fast so laufen erleben. Erleben jetzt nämlich immer studieren. Das heißt, probiere jetzt immer studieren. Ach du alle nächste Zeller. Eddie, wir müssen eine trinken. Morgen ist Fieberpasse leer. Dann müssen wir groß drauf sein. Prost allerseits. Prost. Man nennt sich für den Frühstücksbus. Da trifft man beugend sich außer Haus. In der Kaffeebut und müffelt dabei sie Brot und nicht nur einmal im Jahr. Man macht vom Vieren gefrühen aus, sich schön zu Bettchen getrennt der Bus. In der Kaffeebut, da schmeckt der Kaffee gut und nicht nur einmal im Jahr. Morgens halb zehn, bringen wir uns auf unserem Kaffeebütchen hin. Amis ja von überall. Da kommen sie her zum Amit angerannt. Oh. An die dann ihre Kaffeepott, dann fängt das Schwade an. Über J die Welt und über der FC. La 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 la. Oh.
singen der Webmann. Die Hand genauso fühlt sich Leben an. Dann löst sie um der Erdgassau, die rote Funke, so wie so. Et erne Herze, alle Trapp, hurra! La 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 la. Vielen Dank. Ich danke euch für das wunderbare Ständchen. Vielen Dank. Trinkt ihr noch eine mit? Ja. What's this? Das ist das EZFC-Strafbataillon. Weil die hat wieder verloren, müssen die Strafe exerzieren. Einmal quer durch Köln. Rechts, zwei, drei, vier, ob ihr passt. Zwei, drei, vier. Rechts, zwei, drei, vier. Warum die tragen Kühlschränke auf ihre Rücken? Die sollen sich an Frost ihr Ziege gewinnen. Als wieder Russus der erste Liga. Was ist erste Liga? Erste Liga ist ein Spielklasse im Fußball, wo der FC Köln gezwungen ist, alle paar Jahre nach Leverkusen zu fahren. Ein Lied, zwei, drei, vier. Wer hat Lücke Spiel gehabt? Dass er keinen Spaß gemacht, denn wir waren schlapp, ja nix hätt geklappt. Und der Trainer hätt gesagt, 7-0 ist wie geschafft. Halt! Was war dat Hück für ein Adress? 7-0, was für ein Schand! Bayer, fähr ihr mal vom Platz! Und ihr in Düsseldorf verlieren wir 7-0. Wie seht ihr dann drauf? Nicht recht, wir waren schlecht. Und die andere an uns glatt vom Platz gefällt. Darum wird jetzt schwer trainiert. Ja, dann flupp, dat wie schmiert. Und der See scholle mir dann garantiert. Ab in der Dusche, ihr Biefer, und jetzt wie kalt ihr Dusch.
Funke, ob ihr Pass. Madengrad 3. Funke, ob ihr Pass. Affzelle zu 2. Der Schmalgeführer, der fängt an. Eine, zwei, eine. Drei. Eine. Zwei. Eine. Drei. Eins. Drei. Eine. Zwei. Funke, ob ihr passt. Die 2, 3 Schritt nach vorne. Sollte ich aber nicht wieder weinen. Funke, ob ihr passt. Funke, Tanz. Abmarsch! Nun lassen Sie das doch, das stört! Da lachst du dich kaputt. Kapitel 11, bewahre dir deinen guten Humor. Habt ihr Amis keinen Humor? Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich weiß. Ah, Mr. Krummer, like a bunny. Nun lügen Sie nicht wie ein Auto, was kein Benzin mehr hat. Artikel 4. Was fort ist, ist fort. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Sarens, bist du mir am Nor spioniere? Was soll der Quatsch? Du, eifersüchtige, afgebrannte Mömmes. Du beleidigst Liverwurst, du. Ich und eifersüchtig und beleidigt. Das wüsste ich aber. Aber du weißt überhaupt nicht, ob was du dich da inlassen lässt. Jo, das weißt du nicht. Ja, das ist klar. Das noch nicht spioniere, das ist dir doch wohl klar. Das ist dir doch wohl klar. Nee. Ja, das noch. Ich will nichts führen. Das ist doch ja nicht wahr. Das ist dir doch wohl klar. Das ist doch ja nicht wahr. Ja, das noch nicht spioniere. Ich will nichts führen. Das spioniere. Er spioniert ja und geniert. Ja, und mich stört, dass er verführt und sich verirrt. Ja, und mich stört, dass er verführt und sich verirrt. Dass er verführt und sich verirrt. Dass er verführt und sich verirrt. Jetzt haben wir das Malheur. Ja, nicht. Du mäßet mir auch richtig schwer. Ja, nicht. Ich weiß genau, wie du. Der Snow ist ne Mann. Der Snow ist ne Mann. Ja, der will nicht an. Grüß dir, der Snow, der ist bekloppt. Ja, nicht. Und Helfer dreht dir nur der Kopf. Ja, nicht. Ich sage dir, das ist mir zu blöd. Ja, nicht. Und wie du das süß, das ist verkehrt. Der Snow, der ist bekloppt. Ja, nicht. Und Helfer dreht dir nur der Kopf. Ja, nicht. Ich sage dir, das ist mir zu blöd. Ja, nicht. Und wie du das süß, das ist verkehrt. Und wie du das süß,
Dach. Für Mädchen eben an. Yes, ich bin ein Nylon. Yes. Das will ich hoffen, aber nicht kontrollieren müssen. Ehrlich an Flens, ehrlich an Flens, bitte komme. Ehrlich an Flens. Snow ist geschmolzen, he ist fort, over. Flens an Ehrlich, danke, over. Mit Ehrlich an Flens Funkerei wird Matarion nicht aus Kölle her auf der Sender. Und ich hab Spaß dabei. Die Nachricht ist wie jetzt verschlüsselt, was ne Brei. Ich höre ihr so, bin dabei. Alles geht direkt dann an die NSA. Auf der Sender. Jo, das macht mich glücklich und frei. Ja, ich finge dat J, 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 ja, dat wird mir im Blut, Blut. Darum tun ich jetzt singe, darum tun ich jetzt springe. Ich hör ihr zu, bin dabei, alles geht direkt dann an die NSA. Mich glücklich und ja. Karl Heinz Hörens. Was machst du denn halt wieder hier? Och nee, wie süß du überhaupt aus wie ein Kölschbanni, was unter der KVB gerade ist. Karl-Heinz, du musst mal jetzt ins Jod zuhören. Sperren's Ding Uhr ab. Der Snow. Der heißt nicht nur Snow, der nennt sich auch Mr. Summer, Mr. Autumn, Mr. Winter und Mr. Spring. Mr. Vierjahresziege. Das ist doch schön. Ich steht uns ja in anders heiß als immer nur Schwadens. Ach, nee. Mit Fräulein Schwadens ist unzufrieden mit ihrem Dame. Apropos, wie wäre dann mit Lorenz? Fräulein Lorenz, Lorenzens Rat, auf der Kaffee alt fertig ist, der ich für nur 3 Viertelstunden bestellt habe. Mache nicht. Da war ich doch gestern, wie verfasste laufend, im Päffchen. Mordens ob der Pott. Und was höre ich da? Ich denk, die Stimme kennst du doch, der Akzent. War dat unseren Ami? Ich also in die Kabine neben anderen. Und Rodens, mit wem der da oben im Kölsche-Klo sitzend am Telefonieren ist. Das weiß ich doch nicht. Mit Amerika. Ja und? Ich kann auch grad noch mit Amerika telefoniert. Es verjährt keine Tag, an dem ich nicht mit Amerika telefoniere. Schließlich bin ich eine internationale Akademie. Mehr, Herr Professor Bindestrich, mehr sind eine internationale Akademie, nicht Sie? Wäre mir auch nicht Sie. Aber jetzt hör mal doch uns zu, Karl-Heinz. Der hätt nicht nur mit Amerika, der hätt auch mit seinem Fürgesetzten, dem Humphrey von der MSA, telefoniert. Der Rapport nennt man das. Hätt ihr schwart und ihr schwart, alles schlecht gemacht und für uns Kölsche gewarnt. Der Snow, das ist eine Spion. Leven Bernhard, du hörst mir jetzt ins Zoo. Ich hab grad mit meinem Kollegen, dem amerikanischen Präsidenten, telefoniert. Mir beid sind hoch erfreut über den Mr. Snow. Und du jähst jetzt, wie du hörst, han ich zu arbeiten. Akademie für Kölsch und internationaler Humor, Bindestrich. Ist jodisch, Jon. Aber ich han dich gewarnt, Karl-Heinz. Schwart nicht, hau auf! Nee, ich meinte nicht dich. Moment. Schlechte Nachricht. Der Jonas Kaufmann hätte aufgesagt. Ja und? Was machen wir jetzt? Wer singt jetzt zu Ihnen am ersten Welttag für Humor übernächste Woche? Wie? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Du hast das zu wissen. Schließlich bist du ein Agent und ich bezahle dich dafür. Jetzt hören wir uns ja zu. Du besorgst mir bis Escher Mittwoch eine Weltklasse-Tenor. Oder ha, du kannst mich ins. Und was wollen Sie hier? Ein Paket dafür, für Sie persönlich. Da brauche ich Unterschrift. Ach, können Sie haben. Ja. Hep.
Oh, da ist aber leicht. Da ist ja gar nichts drin. Entschuldigung, ich habe gerade mitgekriegt mit dem Jonas Kaufmann, dass der nicht singen kann. Und obwohl ich viel schlage, dass ich an dem Singerstell singe. Sie haben einfach Humor. Ja, Humor hätte man oder hätte nicht? Was soll der denn singen an so einem Welttag des Humors? Jetzt Klassisches. Jetzt Klassisches? Ja, da hätte ich jetzt. So ins Feuer singen. Wenn es dann unbedingt Sinn muss. Singe, wem ihr Sang gegeben. Freunde, ma hört ja so Geschichte. Mir han in Köln ne Spion. Wenn ich erzückt davon berichte, wisst ihr bestimmt dat lang davon. Dun immer bei der Bosrem springe, Kriefel mit bin nur dabei. Davon kann ich ein Liedchen singen, wie's alles von der NSA. Oh, der Mädchen schon so ne Spion, der hat Gas noch. Gasno, so ne Spion, der hat Gasno. Der Mädel-Jo, so ne Spion, der hat Gasno. Der Mädel-Jo, so ne Spion, der hat Gasno. Hey, jeden Kölner spaziere und ist an allem interessiert. Er ist wie Eck am Spioniere und mit dadurch Jansson geniert. Fröchse Almus will alles wissen, Güter befreundlich nett doch mehr. Sprich so lang mit der Lücksche, bis sie selbst nicht mehr wisse, wer ist wer. Ho, 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 so ne Spion, der hat Gas no. Spion, der Edgas no, so ne Spion, der Edgas no. Doch die Blondine. Lasst mich in Raum mit eurer Verschwörungstheorie. Und jetzt zau dich. Komm, lass mal, Jan. Der ist beratungsresistent. Jo, beratungsresistent. Tag zusammen. Boah, an die mich halt wieder abgerecht bei der Holzkopf. Und dann noch der KVB. Karl-Heinz, jetzt hast du es also wieder geschafft, mir die Pointe vom Ingewitz kaputt zu machen. Wenn Pointe in Kölle sterben will, dann bejeffen sie sich ob Dinglippe, Jung. Jetzt mach aber mal Anfang, Karl-Heinz. Jetzt ist es einfach Jod. Es ist Jod. Was war da mit der KVB? Alt wieder Verspätung. Nee. Ich stund da, war am Wade und am Wade. Et geht's ob der Bus und dann ob der Bahn. Küste hüt nit, küste morgen. Et is zum Möckelabwede. Dat musst du mit ganz anderen Ohren sehen. Oho, der Herr Apotheker. Willst du mir Ohrendroppe verschrieben oder soll ich mir beim Schwieren neue Döppe kaufen? Ich denke, du bist der Präsident von der Akademie für Kölsch Humor. Ein bisschen Miedorf und DTJ anstand. KVB, lass mich jetzt überlegen. KVB heißt da eigentlich
Kölsche Verkehrsbackwaren. Das ist ja mittlerweile eine Sekte. Weiß noch keiner. Und die Verspätungen an der Haltestelle, die haben System. Weiß noch keiner. Die Menschen an der Haltestelle, die sollen wade und wade und wade und noch uns wade und meditiere. Und das nenne die dann der 10-Minuten-Zen an der Haltestelle. Auf. Als ich Jahre auf Straßenbahn fahre, was nütze zu klare, statt die muss spare, der Ober nicht fertig, viel dürer als nötig, und das mähn uns wenig, wir haben noch kein Glück. Die Bahn kommt zu spät, da wart man sich müd und hätt man nicht, dann ist er recht blöd. Da warte und stehst da, der Weg in der Buch, die anderen und sitze. Man wolltet probieren, die Oper sanieren, doch das Renovieren wird nicht funktionieren. Das sind Alkamelle, bei uns in Köln, kostet was man will, viel Geld und viel Zeit. Man hätte es probiert, es hätte nicht funktioniert, auch wäre viel teurer, als wie kalkuliert. Zwei Jahre Entplanung, doch keine Plan mehr, was soll man da machen? Jetzt schwillen wir hin. Was soll man da machen? Jetzt schwille man Salam alaikum. Alaikum assalam. Allah machalacha. Zimmer da? Hä? Allah machalacha. Zimmer da? Allah machalacha. Zimmer da? Hä? Allah machalacha. Zimmer da? Allah machalacha. Zimmer da? Was? Allah machalacha. Zimmer da? Herr Dr. Pappenheimer, der Chef und der Sheikh sagt, es wird für die ganze Familie reserviert. Ich habe keine Reservierung. Wir sind voll. Zwei Tage für Ruse Montag. Ich weiß, ich weiß. Ich habe für die mein Privatsuite für gesehen. Stoppen Sie die da rein. Mit dem Teppich? Nee, ohne, der ist zu groß. Die sollen der Teppich an der Wand lehnen und ob der Ed läge. Ah, daten Sie drin eine Sache? Ja, wenn es Sinn muss. Eine Inquartierung, ganz plötzlich, von allerhöchster Stelle. Salam alaikum. Doch, weiß ich was ja mit dem Zimmer da. Ist fort. Der Eddie, der Edgar Snow, ist fort.
ist fort. What? Fort! Wer ist fort, Röschen? Meine Freund, der Edgar Snow, ist gestern Abend am Klo gegangen und dann war er plötzlich fort. Ich bin dann ins Fort. Was? Ich bin dann ins Fort. Vielleicht ist er mit dem H.P. Kerkeling nach Santiago de Compostela. Das wüsste ich aber, was? Weißt du? Also, ist doch nicht normal, oder? Herr Schlemmer, was machen Sie dann hier? Sag ich nicht. Ich bin ganz geheim hier. Da weißt du Bescheid, ne? So, was machen denn die ganzen Leute hier, sag mal? Sag ich nicht. Ich bin hier auch geheim. Ach so. Weißt du was? Geheim. Wir fahren zum nächsten Auftritt. Ja. Schnappatmung. Ein Unverschämtheit ist das. Eine Fronterie. Freunde und Mitarbeiter zu bespitzeln und zu kidnappen. Ich kündige. I cancel meinen Job right away. Sofort. Fristlos. Five of NSA. And greetings to my president. Bravo. Dat han se jod gemacht, Mr. Snow. Ausspioniere unger Freunde, dat geht ja nit. Ich wünsch mir dürf noch mehr Glück, so wie Sie. Mat wiggere so. Arsch hu und zäng auseinander. Am eng vom Dach bist als Spion du doch allein. Du hast kein Freunde, kein Familie, kein Daheim. Bist nur Objekt und merkst Jans Glück. Das ganze Spioniere bringt dir selbst kein Glück. Die Lüg, die dir vertraue, musst du hingejagen. Merkst da doch andere, die halt längst im Rücken stehen. Wade gefüllt zwischen den Stühlen, stehst du und kannst der Knödel einfach nicht zerschlagen. Ach, Röschen, wat soll ich nur durch? Ich möchte leben, ob und auf und kann kein Geheimdienst und kein NSA mich sehen. Stattdessen lebe, wo ich glücklich mit dir bin, wo kein Agent und Süd und ich lass der Spionagekram für dich jetzt sehen. Ja, ich flöte ob mein Verwandte, auch ob Freunde Unbekannte. Schlag ab! Ich stehe aus He. Schlag ab! Ich will ganz einfach aus He. Schlag ab! Ich tun net. Schlag ab. Ich tun net. Du willst sie dann verbrennen. Du willst sie dann verbrennen. Du bist ein Mensch, du willst sie dann verbrennen. Junge und Verwandte, junge und Unbekannte. Ich
Nee, ich muss fort, Jan noch kaputt. Ich spüre jetzt. Dann bist du. Stückse ill ich lebe und nicht mehr will ich. Eddie? 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 Ach, hey, bist du. Ich bin so glücklich, dich zu sehen. Ever. Wieso gehst du nicht an den Handy, wenn ich dich anrufe? Und wie süß du überhaupt aus? Wo hast du denn das Spider-Man-Kostüm her? Jetzt nur noch nicht so bedröppelt für dich hin und sahren's jetzt. Was soll ich sagen? Na ja, zum Beispiel, wie du in der Teppichgerade bist. Ich habe mir Sorge gemacht, Eddie. Mit Fräulein Schwadens hätte gesehen, wie sie dich da drin gestoppt haben. Warum, Eddie? Warum haben ich die Araber in der Teppich hingewickelt? Das waren kein Araber. Wie? Das waren kein Araber. Das waren Amerikaner, so wie ich. Verstand ich nicht. Das sind Kollegen vom Geheimdienst, NSA-Kollegen. Die haben mich gekidnappt, weil ich dich jähn han. Du bist ein Geheimdienstmann? Ne Spion? Von der NSA? Ich war. Ich habe gekundigt, kurz bevor du gekommen bist. Dann hätte der Bernhard Krummer ja doch recht gehabt. Und du hast mich nur betrogen und ausgenützt. Das kann ich nicht. Ja, das hast du doch. Naja, irgendwie ist es doch ein bisschen schade, dass du jetzt keine Spion mehr bist. So eine arbeitslose Spion mit auch nichts her. Das soll uns eine der Frauensglück verstehen. Erst du schimpfst, dass ich bin Spion, und dann ist es schade. Ich hätte doch eine Idee. Ein Engel am Abend, erquickend und labend. Wisst ihr, was man machen könnte? Nee. Wenn man hier schon einen Spion hat, der nichts zu tun hat, aber so viel weiß, machen wir dem eine eigene Spionagering ab. Es geht in Köln so viel, was nicht in Ordnung ist, was uns an der Tageslicht trocken werden muss. Wo man Spinkse, Angriffe verändern möchte und. Der Eddie wird nicht mehr arbeitslos. Also ich würde dabei. Als Angel? Wenn es Sinn muss, auch als Hell Angel. Angel hin, Hell her. Jetzt müssen wir in der Ungerjundjon, um jetzt zu planen, so Bonnie und Clyde mäßig. Ich Bonnie, du Clyde. Und ich? Du. Ja. Du bist die Helie-Dreifaltigkeit. Da dreh ich mir, da habe ich Arbeit für drei. Und wir müssen uns einen Namen geben. Wie könnte man heißen? Ich habe nicht. Ne Spion nennt man Köln ohne Spinkser. Wie wäre mit Pfingster-Spinkser? Das ist es, das finde ich gut, das machen wir. Wir müssen den Le Comor voll unterwandern und ob unsere Sieg bringen. Wir müssen den Spinkser-Humor entwickeln und der ganze Welt zeigen, dass wir Kölsche jede Verrat, alles, was nicht in Ordnung ist, an das Licht strecken. Ja. Köln soll die Welthauptstadt für Wahrheit und Friede werden und all Politiker solle herkommen, um miteinander zu schwaden und sich zu umärmen und... Wo der grad Politiker säß. Han ich dat? Weiß ich nicht, aber das hätt sich so angehört. Ich hätt dort wieder eine Idee. Chapeau, Erna, dat is it, dat machen wir.
wird sein ein bisschen schwierig, aber als ich gesehen habe, wie Erna ist umgesprungen mit die deutschen und die amerikanischen Kollegen, ich bin zuversichtlich. Kölner haben heads am rechten Fleck. You must have one's heart on the right place. Und verbranntes Geld. Der Opernumbau schlägt im Land. Oder keine Deutscher quillt. Ihr Mangelloch beim U-Bahn-Bau. Noch erschwart sich jeder schlau. So der Driss, ganz gewiss. Keiner hätt gewesen ist. Der sind ins freie Land. Und ob die Kölsche Art. Der Pfingster schwingst da an ne Kliche Brat. Drum hat nicht. Was ist das dann für ne Stutz? Schule jahrelang geplant, das Vergesse war den Schand. Nur die Stadt zeig Geduld, denn der Nobel war schuld. Die ganze Stümperei, ist dir das einerlei? Mir stand für Kölle, ob es auch noch nicht. Drum halt mit, Ding Mohl. Läuft jetzt falsch, ist jetzt krumm. Ja, der ist fort, wie vom Erdboden verschlick. Was heißt das auf Englisch? Swallowed by the earth. Ja, wie swallowed by the earth. Und das Schlimmste, also the worst ist, me daughter is also swallowed by the earth. Ach, Mr. President, dank Ihnen bin ich schon ganz am amerikanisch am Schwade. Liebe Mr. President, wie soll ich das noch fingen? Man hat fast den Laufen, da ist jeder Jack anders kostümiert, angetrocknet. Aha, you have spoken with our Bundeskanzlerin, very good friend of mine. She isn't amused. Ja, ich auch nicht. Bin ich völlig ihrer Meinung. No affairs draus machen, das kriegen wir in den Griff. Chefsache, geheime Chefsache, auch mit Miss Merkel. Nicht Miss, Mrs. Merkel. Mrs. Merkel, yes. Yes, yes. Ich rufe, also I call jetzt Mrs. Merkel and speak with her. I have a good... Was heißt Verhältnis, Fräulein Schwadens? Fister, no. Relationship. I have a good relationship to her. Da können Sie mich für Ansehen. Ich regel das. Yes, yes. Und eine schöne Tag. Ja, tschö. Boah. Anstrengender Mann, der amerikanische Präsident. Wieso kann der endlich kein Kölschwade? Wenn alle Menschen Kölschwade däten, da hätte man doch Himmel ob der Ed. Ja, aber wer will das schon? Der Himmel ob der Ed. Nee. Ja, halt wieder der eine Termin derselbe. Fräulein Schwadens, bitte seht ihr so Jordan Jordans an Apparat. Ich muss doch jetzt durchatmen. Ja, immer dem Kölsch und international Humor auf der Spur ist mühsam und anstrengend. Der Humor kennt keine vier Dach und der Faste Loven mittlerweile kein Humor mehr. Akademie für Kölsch und international Humor, Schwadens, Momentens, als hättest ihr ahnt oder ihr wusst, die Chefin. Chefin? Bindestrich. Frau Bundeskanzler, das ist einfach eine Überraschung. Das muss ihr danken, eine Vertrauen sind. Ich wollte sie gerade angerufen haben. Wie jede Dinge. Ah, nicht so gut. Yes, ja, kann ich verstehen. NSA. Ja, unappetitische Sache. Nee, nicht unser Niveau. Ausspionieren unserer Freunde, das geht ja nicht. Echte Kölsche stehen zusammen. Nee, der Snow ist fort. Mosöke, aber wir haben ihn noch nicht gefunden.
Wegen der Sache habe ich gerade auch noch mit meinem Freund Barack telefoniert. Vielleicht hört er jetzt so: Hello, Barack! Entschuldigung, Hans Räsch, das ist nicht zum Lachen. Wie? Was? Es ist noch nicht in Drüche. Versprochen, kein Wort könnte von meinen Lippen. Wir schaffen das. Danke und einen schönen Tag. Tschö. Boah, war die wieder jod drauf. So, ich lege mich jetzt ein Stündchen auf die Uhr und Sie halten die Stellung. Wenn Sie irgendjemand von meiner Tochter oder dem Snow hören, dann wecken Sie mich. Wenn die mit dem Kerl durchgebrannt ist, dann jeder der Kasala. Fräulein Schwadens. Ich habe zwar versprochen, es keinem zu erzählen, aber na, man weiß ja nicht, wer hübsch da ist, alles zuhört. Besser in der Uhr. Nee, da bin ich ja ganz von der Sorge. Das geht ja nicht. Doch, aber, Mulhalde, es ist noch nicht ganz in Drüche Döscher. Gut's lieb. Akademie für Kölsch und internationale Humor Schwadens. Hello, Miss Lipinski. I would like to speak to the president. It's very urgent. Bin als Engel geboren und es litt mir im Blut. Wo bedruckt wird geloren, wo mir falsch als mir jod. De Menschen zu mahnen, dat mir leben jod. Ob dat et uns verdrage, sind's jod mir kaputt. Und ich flehe als Engel, dahin, wo man sich strickt, so der mächtige Heere und der einfache Glück. Und ich tät in der Sache, dort ich lebe jod, ob da etwas verdrage. Eddie, ich bin jetzt gespannt, ob der Ahmed mich in meinem Kostüm überhaupt erkennen wird. Oder mein spezielle Freunde da hingen am Stehtisch. Moin zusammen. Moin. Zwei Kaffee bitte. NSA-Mann spurlos verschwunden. Hat er das gelesen? Fort wie vom Erdboden verschleckt. Ahmed, da mal unser Kölsch. Und eine kleine Feischling, mir ist es kalt. Warum fingen wir den eigentlich nicht? Trin, das wäre so, als möchtest du einen Stecknall in einem Heuhaufen suchen. Ja. Ahmed, was hast du für Kostüm an? Ich gehe morgen als Tamburmajor von meiner Truppe. Was für eine Truppe? Wirst du sehen, lass dich überraschen. Also, wie ich Hansare höre, ist dem Bindestrich. Sing doch das Tröschen mit dem Snuff spurlos verschwunden. Liebe unser First Look, wie mein Köller so sagen, Dave. Dat Luder. Jo, dat Luder. Auf ob der Kerl ein Kopje losgesetzt ist. Da ruft er uns der Putin an, ob der paar Rubele springen liegt. Ne? Ich habe heute Morgen mit dem Putin telefoniert drin. Der kommt morgen zum Rosenmann das so. Da kannst du ihn fragen. Dummer Kölsch, Ahmed, ja? Ich läuf, dass die Kollegen von dem Snow hinter dem her sind. Haben die doch Angst, dass das ne Fitzelblower fehlt. Da kann ich nur sagen, Wisselblower aller Länder vereinigt ist. Der soll ja zuletzt mit einem Kostüm von einem Funkerem gelaufen sein, ne? Aber der wird ja mit einem Klammersack gepudert, wenn der damit immer noch rumlaufen tät, ne? Genau, der hat sich bestimmt umgezogen und ist jetzt Superman oder
Spider-Man. Und steht bei mir in der Kaffeebude. Das wäre ein Ding. Ja, das wäre ein Ding. Ja, das wäre ein super geiles Ding. Schön Kostüm haben Sie da an und Sie auch. Also, das wäre ja ganz schön dreist, wenn der Snow hier als Spider-Man auftreten wird. Very dreist. Yes, very dreist. Ja, very, very dreist. Oh, was ist? Miss Minge, Chef aus USA, Mr. Humphrey. Ruhig Blut, Jung. Can I have a coffee to go, please? Hast du Kaffee aus Togo, Ahmed? Ah, Kaffee aus Togo ist ein Kaffee zum Mitnehmen, auf Straße drin. To go, Trin, to go. To go zum Mitnehmen. Ja. Im Laufe Kaffee trinken ist ungemütlich. Aber vielleicht hätte man keine Zeit. Warum hat er kein Zick leben, Mann? Mann, noch Sonntag. Noch so noch fast laufen Sonntag. Oh, sorry, I don't understand you. She asked why you haven't got any time to drink your coffee here. Oh, do you speak English? Yes, a little bit. Out in Mall. He only speaks a very, very little bit English. He comes from Takatuka Island. Oh, Takatuka Island. Die Großmutter von meinem Präsident comes from Takatuka Land too. Und ich wandere bei uns noch Takatuka Land. Oh, sorry. Fräulein Schwaden, so sieht er ja. Ich habe über einer Ische Sök. Hat er jetzt von meiner Tochter geholt? Nee. Wann ist die, oder besser noch, der Snow in den Fingern? What's about Snow? Wo ist er? Wer ist das dann? Das ist der Mr. Humphrey, der Chef von der NSA. Verarsche kann ich mich selbst, Fräulein Schwarz. Woher Sie wissen meinen Namen und meinen Beruf? Ja, da staunen Sie was. Ja. I am the Chief Inspector of the Pfingster Spinkster. Und wir wissen alles, was auf der Welt so für sich geht. Meine Truppe geht morgen mit zum Rosenmontagszug. Oh, you have very nice girls here in Cologne. Sie sind aber eine ganz schöne Schmecklecker. Sorry, was ist eine Schmecklecker? Ein Fürstoff zum Fötchensföhler. Herr Professor, kontrollieren Sie Ihre Schwad, besonders ausländischen Gästen gegenüber. Entschuldigung. Ich bin ganz durchgenehm wegen der Sache mit meiner Tochter und so. Die geht mir doch af und fehlt mir gewaltig zu meinem Glück. Du mir doch auch, Pap. Wer sind Sie dann? Ich
Et Röschen, wie süß du dann aus? Bin Lara Croft und kämpfe für Gerechtigkeit. Oh. Und ich bin der Edgar Snow und werde ihre Tochter dabei unterstützen. Boah, hab ich nicht vorhin gesagt, steht bei mir in der Kaffeebude. Ich werde ihr helfen bei Aktion Köln stellt sich quer und Arschhuh und Zenk auseinander. Ich finde ihn gut. Kennedy hat einmal gesagt, ich bin ein Berliner. Ich sage heute, ich bin eine Kölsch. Und ich sage hier und heute, ich steige aus als NSA und will auch werden eine Kölner. Ja, dann sage ich nur, dann gut aus zu uns, zu ne Winkser-Spinkser. Aber fürher kommen Sie und Ihr Kollege Snow und meine Tochter noch mit, ob unsere Motto war, Kölsch-Humor bis El Salvador. Man müsse jetzt zusammenrücken, denn es haben sich drei Ehrejes angesagt, die ich nicht in geplant hat. Aber ich kann euch verraten, das wäre eine Überraschung. Ja. Und wer ist das? Ja. Ach, wenn ich euch das sage, dann wäre doch ja keine Überraschung mehr. Ich fühle mich prima. Wir sind so glücklich, mir Hand und Hirn. Ich han mich jetzt an dich verloren. Ich möcht mit dir zusammen sind, das ist so schön.